Ja, die Maut wird erhöht, die Heizungssteuer wird erhöht und so weiter. Mehrwertsteuer, Gastronomie wieder auf einen höheren Satz und. CO2-Abgabe wird um 50% erhöht. Das alles müssen wir als Bürger bezahlen. Und das in einer Zeit, wo wir schon in der Wirtschaftskrise stecken. Es ist wirklich ein Wahnsinn, was die mit uns machen. Sie kapieren es aber nicht.